Nichts geht mehr in München. Die Bauern blockieren die Innenstadt. Landwirtschaftliche Produkte sollen immer besser werden, immer mehr Bio, aber gleichzeitig nicht mehr kosten. Während in anderen Ländern munter weitergespritzt wird, die Bauern sind sauer. Wir können nicht ein Südamerika-Abkommen abschließen und wundern uns dann, dass die den Regenwald abholzen und ihre landwirtschaftlichen Produkte hier nach Europa exportieren. Und wir haben keine Chance mehr, weil das sind ungleiche Bedingungen. Wir versuchen dann mit der Natur zusammenzuarbeiten, anders geht's nicht. Und uns wird hier unterstellt, wir würden alles nur kaputt machen. In den Augen der Landwirte ist auch die Düngemittelverordnung großer Mist. Die EU-Kommission hatte von Deutschland gefordert, die Nitratbelastung im Grundwasser zu reduzieren. Laut Düngeverordnung dürfen die Bauern nun weniger Gülle auf die Felder ausbringen. Neben den strengeren Düngeregeln stören sich die Landwirte am staatlichen Tierwohllabel und den Auflagen, die der Insektenschutz mit sich bringt. Denn das bedeutet weniger Pflanzenschutzmittel auf den Feldern. Die Bauern befürchten dadurch niedrigere Erträge. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner zeigte viel Verständnis für die Sorgen der Bauern, sagte aber auch, die Landwirtschaft sei schon immer Veränderungen unterworfen. Ich mute den Landwirten einiges zu an Veränderungen. Aber ich verlange nichts, wo wir sie an anderer Stelle nicht auch unterstützen. Ein Beispiel, wenn es um das Insektenschutzprogramm geht. Wir stellen 50 Millionen Euro zur Verfügung, damit das auch gelingen kann. Die Forderung der Landwirte nach mehr Respekt und einem Ende des Bauernbashings lässt sich allerdings nicht in Geld aufwiegen. Was das betrifft, gibt es sicher noch Gesprächsbedarf.